Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Terraria mit Mods. Die Mods sind Calamity Mod, der fügt Items an, NPCs, ja, Buffs. Dann der Thorium Mod, der könnte mit den verschiedenen Klassen auch sein. Auch wieder mit NPCs, viele, noch mehr Items. Cool, Reduce Grinding, der tut einfach machen, dass die Items aus dem Vanilla doch ein bisschen häufiger droppen, dass man nicht ständig 100 mal einen Gegner besiegen muss. Der Dreamer Mod ist auch in der Remastered Version, hat ja teils NPCs und ja 1569 Items. Und der Pumpkin Mod ist Endcontent auch mit ja 67 Items. Gut, starten wir gleich mal. Wenn ihr Terraria kennt, ist es wirklich verbessert mit den Mods. Das heißt, nicht mehr so lange geht, aber trotzdem, man kann jetzt nicht gleich als Magier starten oder so, weil die Monster auch schon ein bisschen stärker sind, das Mana dann immer ausgeht und so. Deshalb starten wir als Krieger und werden später dann Magier, vielleicht auch noch Summoner. Oder holen einfach mal alle Klassen, spezifischen Gegenstände und so weiter. So, wir nehmen Braun, noch ein bisschen dunkler Braun. So, gut. Ich habe jetzt einfach mal ja, ziemlich schöne Haare genommen, nicht so gestrubbelte oder so. Und die Augenfarbe möchte ich auch ein bisschen brauner haben. So. Die Haut lassen wir so. Das Hemd. Ah, da kann man noch den Style ändern, genau. Ja, machen wir gleich mal so ein bisschen magierartig. Ja, was nehmen wir doch? Schwarz eher, hä? Unterhemd machen wir aber das dafür. Ja, rot, komm. Wir müssen aber das ein bisschen schön rot haben. Die Hosen dafür blau. Schön, ja. So, nicht allzu dunkel, nicht zu kontrastreich. Die Schuhe machen wir noch ein bisschen dunkler. Und dann haben wir alles. Können wir erstellen. Machen wir der Logo Basler. So, Submit. Und jetzt müssen wir hier drauf drücken und jetzt eine Welt machen. Ich mache jetzt mal eine mittlere Welt, weil bei großen findet man nicht so dicht aneinander und bei kleinen sind die schweren Biome dann plötzlich zu nah und alles. Und Expert-Modus ist auch eher für Leute, die wirklich grinden möchten. Deshalb lieber nichts, Gegner sind genug stark. Und ja, nennen wir es. Ich habe Lust auf ein Schiff. Magier-Schiff. Ich mache nur Schiff. Nichts irgendwie Galeone oder so etwas. Weil ich weiß jetzt wirklich noch nicht, was ich mir machen soll. Ein Flugschiff, wisst ihr was? Einfach so ein bisschen auch am Magier erinnert. Und vielleicht so ein bisschen eine Art Haus, eine Festung und so noch drauf. Ja. Vor allem müssen wir einfach am Anfang uns vor den Zombies und Augen und so noch ein bisschen schützen. Deshalb immer oben, immer in der Luft. So. Na, geht's? Ja, es sind viele Items, deshalb geht's ein bisschen länger. Aber ich finde es schön, so Corruption. Grimsen habe ich nicht so gern, sieht zwar ein bisschen cooler aus, aber ja, es gibt immer meistens nur eine Höhle, nicht so mehrere Kraterlöcher. Ja. So, also starten wir. Gell? Kann ich euch schon mal etwas zeigen und das ist zwar das Hungersystem. Das hat am Anfang noch keinen Sinn, es zu machen, das hat deaktiviert. Jetzt sind hier die Keulen weg. Weil ihr könnt einfach nicht genug schnell an Essen kommen. Also, und da hier wählen wir mal den Krieger aus, das ist der rote, damit wir einfach mal mit dem Schwert auch verteidigen können. Hä? Alles andere ist
ja, schwer zu finden. Ich zeige euch dann alles. Oh, ein Dieb kommt schon mal. Das ist die erste schwere, ja, Gegnerrasse. Ah, da sind noch andere Items vorne. Komm, beschützt mich. Tank me. Lol. Also wirklich wie im Hard-Modus hat der Leben. Und Verteidigung. Es gibt Riesengegner, die ganz normal sind. Schon heftig. Also lieber ein Holzschwert machen, der hat wenigstens AOE. So. Ja. Mal richtig anordnen. Also. Wir brauchen viel Holz. So, Udele. Und dann noch eine Höhle suchen. Das ist dann genug. Ja, wir haben schon 161. Sehr gut. Also. Hier haben wir Pilze, da können wir ein bisschen heilen. Mit den Pilzen, hier haben wir viel Wasser. Also können wir eigentlich das Schiff dort machen und hier schon mal ein, ja, wie soll ich sagen, einfach ein Haus. Ja, da ist schon wieder mal super Welt. Also. Wir können ein Lager unterirdisch dann noch machen. Ja. Also ich werde das mal abbauen. Die Werkbank. Auch mit. Ja, genau. Pilze sind da blöd. Mal kurz ein bisschen nach oben. Dass wir noch nach oben kommen. Ich glaube, die hüpfen gar nicht. Deshalb werden sie hier oben auch nicht uns treffen, die Zombies und alles. Es gibt so Ritterrüstungen, also echt eklige Gegner, die einfach so spawnen hier. Schon in der Wiese spawnen können, hä? So, mal ein bisschen rüber. Und hier einfach mal so. Dann die Werkbank wieder hinsetzen in die Mitte. Dann haben wir hier schon mal einen Raum. Und ja, der Ofen können wir ja nicht machen. Türen. Nehme ich mal drei Türen. Da drei. Okay. Tisch und Bank. Für den Gockel unten, der Guide. Damit er. Ich glaube, ich mache nicht so groß. Die ziehen es trotzdem ein. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier nicht so groß mache. Aber für den Anfang können wir da auch nicht so viel mehr machen. Sonst, ja, sind wir dann plötzlich den Gegner ausgesetzt und wir haben keine Verteidigung, nichts. So. Also, jetzt brauchen wir Hinterrück, also ja, Holzwände. Und zwar nur hier. Weil die NPCs brauchen diese Rückwände, wir brauchen sie noch nicht. So. Das Schiff schön auf dem Wasser dann machen. Also über dem Wasser, ja, ein bisschen mehr in der Luft. Weil es ist dann einfach sicherer. So, zwei können schon mal einziehen und wir gehen so gut wie möglich irgendwie nach unten. Oh, Chainmail. Chainmail hat zwei Abwehr, okay. Ich muss es hier hin tun. Ja. Gut. Ja, müssen wir jetzt buddeln oder? Ich hoffe, ich überlebe das hier in der Schneewelt. Ja, es geht runter.
schnell runter, damit da nicht die Schleime und so kommen, die aus Schnee sind oder einfach aus gefrorenem Schleim. Speer, super. Das ist mal ein guter Anfang. Recall Potion eigentlich auch. Können wir wieder zurückporten. Und hier haben wir gerade nicht so ein Pinguin. Nicht so viel. Noch eine Kiste. Speer haben große Reichweite, aber auch kein AOE. Ein Radar. Einfach die Animes ringsum. Zeigt es an. Das ist hier. Also ein Gegner muss in der Nähe sein. Ah, schau, hier ist auch kein Eisgebiet, also Schneegebiet mehr. So. Gut. Platz haben wir leider nicht so viel, weil wir noch keine Truhe gehabt haben. Konnten wir noch nicht so die Sachen reintun in die Kiste. Aber wir müssen jetzt nicht allzu weit nach unten gehen, da wird es nur schwer sein. Tja, aber Lore, cool. Und vor allem dieser Raum hat immer so, also das sind so Hütten, die die Bergbewohner benutzen. Ah, Doppelsprung, Wolke in einer Flasche, Eisenbahn 10, wunderbar. So, Kerzenleuchte möchte ich auch gerne noch irgendwo aufstellen. Was ist das? Ist das nicht, nein, Zinn. Ich muss aber da, ja, Zinn, genau. Wunderbar. Ja, es wäre cool, aber es kann manchmal auch ein bisschen sich strecken. Ihr könnt gerne ein bisschen vorspulen dann. Es ist halt einfach, dass es sehr zufällig ist. Ja, du Wurm. Die Würmer können uns nicht immer so gut treffen. Also ein grüner Mushroom. Oh, noch mehr. So, muss irgendwo die Fackel noch hinsetzen können. Wenn alles so eckig ist hier. Das sind alles Blöcke, halbe Blöcke und schräge Viertelblöcke, die nicht so gut besetzbar mit Fackeln sind. Ne? Da kommen schon die ersten Schleime, die andersfarbig sind, nicht grün. Also, ich glaube, grün sind die schwächsten, blau die zweitschlechtesten, dann kommen die gelben und dann die roten. Was sind die gelben stärker als die roten? Vor allem, sie sind nicht so einsehbar, oder? Gold, das ist so ein Zauber, der einfach Gold holt, wenn wir irgendwas zerstören. Da haben wir ein neues Erz. Ich möchte aber hier an der Schiene sein, aber ich muss hier noch runter. Ja, das erste Herz. Wir haben schon einen Herzcontainer mehr. Später können wir noch die Blumen einsetzen. Die Blumen, die Lampen. Um mehr Lebensregeneration zu haben. Wo ist das denn? Ah, da. Genau oben drüber. Die Fallen, die nerven echt, ja. Also die Fallen vergiften uns und dann sterben wir. Am Anfang noch. Das ist so blöd, wenn wir zweimal getroffen werden. Ja, wir werden noch ein paar Mal sterben, weil es einfach noch gemoddet ist. Natürlich noch ein bisschen schwerer ist. Ein bisschen unbalancierter wieder ist. Wie immer bei den Mods. Und so weiter. Aber da können wir halt nicht so viel machen. Müssen es einfach irgendwie schaffen, da ein bisschen weiter zu kommen immer wieder. Und dann ist es immer wie leichter bis zu den verschiedenen Events. Zum Beispiel die Invasionen und so weiter. Da müssen wir dann schauen. Hä? Und die Bosse natürlich. Es gibt sehr viele Bosse und auch neue Bosse natürlich. Lol, er hat im Flug getroffen. Wunderbar.
Also hier ist das Lager. Und noch weitere NPCs können dort sein. So. Haben wir nochmal... Ja, wir müssen neuer... Genau. So. Los, hopp. Platzieren. Ah, erst ein zweiter oben. So. Ja, dann können wir dann noch mehr Kisten hinstellen. Okay, was? Ding essen? Erde essen? Koch? Das bringt nichts, ist nur teuer. Kalzium-Shake. Ja, der Koch, der hat das mit dem Hungersystem zu tun und kann, man kann so verschiedene Speisen machen. Hä? Ja, ist ein bisschen zu klein. Zu wenig Platz nach oben für die. Machen wir dann beim Schiff am besten. Hä? Ein Retter-Zombie. Auch ein neuer Gegner. Und der Koch schießt da diese Keramik-Teller oder was das war. Das ist ein Stern-Split, also ein Sternschnuppenstern. Das ist ein kleines Sternchen, aber ich sehe ihn nicht. Kann überall runtergekommen sein. Oh nein, ein großer Ritter. Und der Warrior, okay. Die tun diese Platten droppen und die kann man dann in Invar Barren machen. Und da kann man wahrscheinlich irgendwas, eine Rüstung machen. So. Es ist leider Nacht, ich sehe ja auch nicht so viel, aber ja. Ist nun mal so. Aber außen Fackeln setzen, so kann ich auch noch. So. Dann sehen wir wieder mehr, genau. Ja. So, mehr Holz, dann können wir noch mehr bauen. Hä? Und wir müssen eigentlich echt noch Stein holen für... Ich habe ja Bahn, Eisenbahn. Dann machen wir uns... Ja, wir müssen einen Eisenamboss auch machen können dann. Acht! Ist ja mega teuer. Ja, wir müssen den dann machen. Platzieren wir ihn schon mal. Jetzt... Der kommt hoch. Also können wir dort abbauen. Machen wir ein bisschen tiefer. Bin doch nicht ganz nach oben gekommen. Hä? Also. Haben wir einfach nicht so viel gemacht. Wo ist jetzt? Ah, da. Ein Penguin Head. Ich habe doch irgendwas gedroppt bekommen. Ah, das lädt doch. Unrated Flash. Gut. Also. Jetzt machen wir das noch ein bisschen tiefer. Und machen am besten das weg. Und tun Rups hin, hä? Gut. Weil so kann man eigentlich sicherer sein, hä? Also, jetzt müssen wir unbedingt hier den Stein abbauen, natürlich nicht allzu tief. Und ja, die Pinguine lohnen sich irgendwie, also man bekommt wenigstens etwas über jetzt. Im Hauptspiel bekommt man nicht so viel über. Also, noch eins tiefer, einfach auf Sicherheit von den Zombies. Die einfach irgendwie ein bisschen weit springen können für Zombies. Hüpfen können. So. Wunderbar. Ein Pilz ist auch schon gewachsen. Den können wir aber dort lassen. So.
Na, komm schon. Ja, jetzt habe ich ihn schon gepflückt. Ich wollte mal so richtig Schaden machen, mehrmals treffen. Hä? So. Ah, ein Creepy Door. Ein Band. Okay. Ich weiß jetzt nicht, für was das ist. Ein Holzhammer können wir mal machen. Ah, ein Mana-Tank haben wir auch gefunden. Da ist der Ofen, genau. Das brauchen wir noch. So. Jetzt machen wir innen noch ein bisschen Licht. Hä? So. Und Zinnbahn. Aus dem Zinnklümpchen. Zinnbröckchen. Ein Zinnbackler. Live, ich möchte gerne dann ein bisschen ein stärkeres Material haben, Metall haben, für ein Schild. Silberziegel können wir erstellen. Zinnaxt. Ja, Bewegungstempo. Ja, Zinnbahn möchte ich jetzt nicht. Na doch, komm. Leider sind wir noch ein bisschen schneller, können den Zombies auch ausweichen und allen Gegnern. Weil wir können das dann noch weiter zusammenkräften mit etwas anderem. Ich glaube, das, was Attack Speed gibt, und dann haben wir beides. Bewegungsgeschwindigkeit und Attack Speed. So, dann nehmen wir die Sachen mal ein. Jetzt, wo wir ein bisschen sicher sind. Gut, ja. In die goldene Truhe kommt das Herz. So. Lumpen. Und das Geld. So. Gut. Hier kommt die Baumaterialien, die wir jetzt noch nicht so brauchen. Später müssen wir die noch rausnehmen, weil ja, das ist nicht so wichtig. Ja, Leder, komm, wir machen einfach die Sachen rein, die wir jetzt noch so nicht so brauchen. Ja, Pilze auch. Ja, die Schwerter machen wir hinten rein, ne? Schwerter und ja. Die Werkzeuge dann später, die schlechten. Also die hier sind. Flaschen können wir auch mal rein tun. Und die Recall Potions. Potions machen wir. Recall Potions. Dort rein und die hier rein. Ja, machen wir dann eine Trankkiste noch. So, Spinnnetzen nehmen wir mit. Die finden wir auch recht oft. So, die Pilze mache ich. Ja, muss ich auch hier rein tun. So, sehr gut. Also das erste Auge ist schon hier. Blödes Auge, weggegeben. Ja, also Holz. Weite Breite machen. So, wir brauchen unbedingt noch zwei von der Händler, der uns ein bisschen Licht gibt unterirdisch, wegen einer Minenhelmlampe, also ein Helm, der eine Lampe drauf hat. So. Der hat einen Schleimhut. Ich glaube, den können wir eigentlich auch holen, relativ gut jetzt wegen dem. Ah, das ist Wand of Sparking. Sparking. Ja, machen wir noch nicht. Also, ja, wir haben ja noch nicht so die Magier-Sachen. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Holzstuhl und Holztisch und noch ein Holztür. Noch ein bisschen mehr von diesen Wänden. So. Und dann hoffentlich bald wieder Tag, dann gehen wir wieder in die Höhle. Ja, erst später dann. Was ist jetzt wieder? Ja, also müssen wir dann halt im zweiten Part weitermachen. Ich mach das mal so ein bisschen richtig.
Hier machen wir das auch richtig. Wie unten. So. Ausfüllen mit den Rückwänden. Dann sind wir eigentlich schon sehr weit. Also, vor allem die Gegner haben wir jetzt schon gesehen und auch ein paar neue Items. Es ist halt alles noch nicht so im Start verfügbar, aber wir werden dann alles haben, gell? Im zweiten Part werden wir sicher noch viel finden. Können vielleicht dann auch eine andere Welt noch machen, die ein bisschen mehr zum Farmen gibt. Aber ja, schauen wir, dass wir auch nach rechts kommen über den See, weil wir ja nicht schwimmen können. Wir gehen einfach unter. Das ist leider so in Terraria. Aber dafür gibt es ja die Flossen, die müssen wir dann halt auch finden. Wir könnten wirklich die Holzklappen benutzen. Können wir dann also ein bisschen vorbereiten. Ja, das reicht noch. Komm. So. Dann kann ich gerne noch ein bisschen erzählen. Ein Kollege, der ich schon sehr lange kenne, hat mir da die Mods ein bisschen empfohlen. Ich habe ihm gesagt, ja, Terraria braucht gute Mods und so, damit ich es spiele. Und dann hatte nach einiger Zeit, es ging recht lange, doch dann Mods gefunden, um mich ein bisschen zu motivieren, natürlich. Man ist halt auch ein bisschen verwöhnt von Minecraft und anderen Mod-Sachen. Und da braucht es der Reihe halt auch Mod, gute Mod-Sachen, hä? Also wirklich viele neue Items und Abenteuer. Ich glaube, Biome sind auch mit dabei, aber ich weiß jetzt nicht, der Gletscher, ob der wirklich auch von einem Mod ist. Ich denke schon. Und einfach von einem neuen Update von Terraria. Da müsst ihr mir dann vielleicht ein bisschen erklären, weil ich ja nicht so viel Terraria spiele. Eher relativ wenig. Halt einfach immer wieder bessere Spiele habe, die mich einfach mehr an... Da ich eher ein Mensch bin, der 3D mag und nicht eher so 2D, muss ich da schon ein bisschen die Spiele spielen, die natürlich 3D sind. Aber es ist toll, dass die Entwickler natürlich so ein 2D gemacht haben. Und es ist doch wirklich echt toll. Also, wenn es dann abgeht, da werdet ihr dann euch freuen. Mit Mods geht natürlich alles ein bisschen mehr ab. Schwere Gegner und schnellere Bewegungen sind nötig und so weiter. Ich mache jetzt noch ein bisschen länger, ja, es ist noch nicht so 30 Minuten, weil ich muss an einem Ort, also an einem Ding sein, ja genau, minus 25 Schaden. Ich muss irgendwo sein, wo ich dann auch weitermachen könnte, weil ich wieder am Spawn, oder? Beim Haus. Nicht einfach irgendwo weiter, wo ich gerne noch weitermachen möchte. Aber, ja. Ihr werdet es ja sehen. Es wird manchmal wirklich lange... Oh, ein Kuh! Ist das auch neu? Ja, zu stark. Also, fliehen wir raus. So, also Dankeschön fürs Schauen. Ja, mein Ersteindruck ist wirklich toll, aber auch ein bisschen schwer. Ich habe es natürlich ein bisschen angezockt, aber ja, das haben wir auf dem Server gemacht, aber alles noch nicht so toll, weil die Gegner auch ein bisschen herumgeframeratet haben und so, aber im Singleplayer ist es wunderbar, das Spiel. Und man kann recht gute Magier-Sachen dann beim Schattengebiet holen. Ja. Crimson, genau.
Jo, Dankeschön fürs Schauen. Bis zu den nächsten Parts. Also zum nächsten Part, dann wieder ein Part, dann wieder ein Part. Einmal täglich wahrscheinlich, vielleicht nicht ganz. Je nachdem, hä? Schau und auch wie gut es ankommt. Je mehr kommen dann, hä? Tschüss.